Followers, ich bin Niklas und willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Es ist mal wieder ein Jahr vergangen und ihr wisst, was das bedeutet. Es ist mal wieder Zeit für meine Auch dieses Jahr kann ich nicht sprechen. Es ist mal wieder Zeit für meine Rubrik Jetzt weiß ich, wo ich euch am Ende des Jahres sage, was ich jetzt weiß. Enjoy. Dieses Jahr... Nee, wisst ihr was? Bevor ich anfange... Scheiße. Hä? Okay, also, bevor es losgeht, hau ich mir erstmal ein paar Augentropfen rein. Hallo? Warum kommt da nichts raus? Okay, ich glaube, ich bin blind. Ja, also, die Aktion bringt es eigentlich auch schon auf den Punkt. Jetzt weiß ich, dass ich ohne Augentropfen und ganz viel Kaffee dieses Jahr nicht überstanden hatte. Seht ihr das? Ja, ganz viele schlaflose Nächte. Jetzt weiß ich, wie wichtig eigentlich Schlaf ist. Das ist mein Vorsatz für 2020. Dieses Jahr habe ich wirklich versucht, aus 7 Tagen in der Woche 8 zu machen. Was ziemlich anstrengend war. Aber los geht's! Mein Jahr 2019 hat ziemlich aufregend angefangen. Wenn ihr euch an das Jetzt weiß ich Video von letztem Jahr erinnert, war ich zum damaligen Zeitpunkt gerade in der Endprobenphase von unserem Stück Bodybuild von der Schauburg München. Und Anfang diesen Jahres waren wir dann logischerweise immer noch in den Endproben und hatten dann eine Woche später oder 2 Wochen später auch schon unsere Premiere. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, 2 Premieren gehabt zu haben. Aber zu der zweiten komme ich noch. Wir hatten danach eine Premierenparty. Es war eine super, super geile Atmosphäre. Es hat super viel Spaß gemacht, einfach diese Message von unserem Stück den Leuten mitzugeben. Mit meinen Bodybuildern habe ich auch schon ein Video gemacht. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, falls ihr ein bisschen Empowerment braucht. Und ja, das hat total viel Spaß gemacht, das Publikum mit unserer Message von unserem Stück so zu empowern. War sehr, sehr cool. Und dafür bin ich mega, mega dankbar. Jetzt weiß ich, dass man ein Vollzeitstudium, ich studiere soziale Arbeit, sehr gut auch ohne Zeit schaffen kann, ohne volle Zeit. Ich hatte nämlich nach der Premierenphase und den ersten Aufführungen, dem ersten Vorstellungsblock sozusagen, genau eine Woche Zeit für... keine Ahnung, ein paar Klausuren und es war furchtbar. Aber ich habe dafür echt gut abgeschnitten. Also Props an mich und an all meine Freunde, die mir geholfen haben in der Zeit. Vielen Dank. Jetzt weiß ich, dass ich die 10 Years Challenge auf Instagram mitgemacht habe und auch noch Fotos gemacht habe am Tegernsee mit einer Freundin von der Uni, was total viel Spaß gemacht hat. Dieses Jahr sind allgemein ziemlich coole Fotos entstanden, die ich irgendwie alle noch gar nicht hochgeladen habe. Also wenn ihr mal zu viel Zeit habt, folgt's mir auf Instagram, ist unten verlinkt. In dieser Zeit habe ich dann ganz spontan von einem Casting erfahren. Und jetzt weiß ich, dass ich die 3- oder 5-Sekunden-Regel, so ähnlich, einfach liebe. Bevor du überhaupt anfangen kannst zu overthinken, musst du es innerhalb von 3 oder 5 Sekunden einfach machen. Wenn du es in der Zeit nicht machst, dann fängst du an zu overthinken und dann überdenkst du wieder alles und dann, oh, ist es jetzt gut, wenn ich das jetzt mache oder soll ich es einfach lassen oder... Also vielleicht ist es gut, aber vielleicht auch nicht. Nein! Einfach nein. Nein, mach's einfach. Mach's einfach in der kurzen Zeit, weil dann fängst du erst gar nicht an, so zu überlegen. So war es bei mir, als ich von dem Casting fürs Junge Gärtnerplatztheater erfahren habe. Ich dachte mir so, okay, gut, klingt nice. Ah, okay, das ist morgen. Ja, das wird sportlich, aber schreibst du denen einfach mal eine Mail, bevor du anfängst zu overthinken, von wegen, hey, ich komme morgen vorbei, ich hoffe, das ist okay. Und hab die ganze Nacht Text gelernt, irgendwelche Tanzschritte gelernt und ein Lied auswendig gelernt. Was ziemlich der Fail war, weil ich dann am nächsten Tag das Lied immer noch nicht ganz konnte und ja, wie einer von DSDS einfach vom Boden abgelesen habe. Aber alle fanden es witzig. Ich glaube, die Menschen dachten, das gehört so. Also, ja, okay, die Regisseurin meinte, schießt er gerade ab. Aber hat anscheinend doch irgendwie geklappt, weil sie mir dann eine Woche später eine Rückmeldung gegeben haben, was Schauspiel, Singen und Tanzen anging und meinten, hey, wir hätten dich gern dabei. Und es ist einfach mega, mega cool. Und ich bin so froh, dass ich dort hingegangen bin. Ich erkläre es euch jetzt mal bildlich. Stellt euch mal vor, euer Leben verläuft so, okay? Und dann kommt zum Beispiel irgendwas wie dieses Casting und es könnte quasi so weiterlaufen, oder halt eben so. Aber falls es dann nicht klappen sollte, ist es ja total egal, weil es läuft halt einfach normal weiter wie eh schon. Und ihr wisst gar nicht, was ihr eigentlich verpasst habt, weil ihr gar nicht wisst, wo ihr drin gewesen wärt. So, dann gibt es Sinn. Traut euch, macht einfach. Und wenn es nicht klappt, das Schlimmste, was ihr bekommen könnt, ist ein Nein. Bei egal was. Oh mein Gott, ich kann so gut Nike-Werbung machen, gell? Sponsor me, please. Okay, zugegeben, ich war dieses Jahr nicht so oft im Gym.
Genau einmal, um zu kündigen, und es hat nicht geklappt. Zweimal! Das zweite Mal hat es geklappt. Ja, doch. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob ich so ein guter Sponsor wäre für Nike. Zumindest dieses Jahr. Statt dem Gym wollte ich dieses Jahr anfangen zu schwimmen und bin dann extra ins Schwimmbad gegangen und habe mir so ein 10er-Ticket gekauft, damit ich wirklich öfter hingehe. Und ratet mal, wer noch 9-mal hingehen kann. Seitdem. Ja. Aber ich habe ganz viel getanzt auf der Bühne. Gilt das? Ich hoffe doch sehr. Dann war auch schon der Februar. Jetzt weiß ich, dass diese schlimme Weisheitszahn-OP eigentlich halb so wild war. Wirklich. Ich habe mir alle 4 weiße Zähne rausziehen lassen und es ging echt voll klar. Ja, dann wurde ich auch noch exmatrikuliert aus der Uni zu der Zeit. Jetzt weiß ich, dass man Studiengebühren anscheinend rechtzeitig überweisen soll. Dann bin ich mit meinen Hamsterbacken in die Bank und war nur so und habe irgendwas überwiesen. Und die Leute waren so, warum sieht er so aus? Geht's ihm gut? Braucht er Hilfe oder so? Die Antwort war, mir ist nicht zu helfen. Aber das war auch ganz gut, weil zu der Zeit habe ich dann auch meine Hausarbeit geschrieben. Da war ich dann schön in meinem Zimmer mit meinem Babybrei, konnte nicht raus, außer eben das Geld zu überweisen für das Studium, wo ich die Hausarbeit dafür geschrieben habe, wo ich rausgekickt wurde, während ich die Hausarbeit geschrieben habe und einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte, aber das war meine allererste Hausarbeit und dafür war die Note echt erstaunlich gut. Ja, ich war auch geschockt. Und zu der Zeit habe ich auch ganz viele Umfragen auf Instagram gemacht, weil das Thema Transsexualität war und mich das sehr interessiert hat und auch die Meinung von euch interessiert hat. Deswegen, falls ihr mir noch nicht folgt, dann schaut doch gerne mal vorbei, weil ich immer mal solche Umfragen mache über Themen, die mich interessieren oder gerade beschäftigen. Und ich fand es sehr interessant und cool, was ihr alle so geschrieben habt dazu. Im März ging es dann auch schon in die nächste Runde beim Jungen Gärtnerplatz Theater. Zu der Zeit haben wir unser eigenes Stück über Frida Kahlo entworfen und geschrieben. Und jetzt weiß ich, wie cool es ist, sein eigenes Stück zu kreieren und zu schreiben. Bei Bodybuild haben wir auch ganz viel selbst erarbeitet und eine tolle Autorin hat es dann zusammengeschrieben für uns. Aber diesmal war es irgendwie anders. Wir haben unsere eigenen Texte geschrieben, hatten jeweils Vorgaben über Frida Kahlo. Ja, dann ist unser eigenes, cooles Stück entstanden. Jetzt weiß ich, dass ich im zweiten Semester Gebärdensprache als Fach hatte, was ich so interessant und cool fand. Leider wurde der Kurs dann irgendwie aufgelöst, so bei der Hälfte. Das war ein bisschen traurig. Deswegen, jetzt weiß ich, dass ich total gerne Gebärdensprache weitermachen will und allgemein mich da ein bisschen weiterbilden möchte in Zukunft. Ja, das wäre ganz schön. Irgendwann hatte ich dann zeitgleich auch noch 5 Nachhilfeschüler in der Woche, was auch irgendwie ein bisschen schwer zu managen war. So. In Englisch, falls ihr euch fragt. Also nicht Mathe, Chemie, Physik, Erdkunde, Biologie. Das kann ich eigentlich. Jetzt weiß ich, dass eine Wiederaufnahmeprobe ziemlich nervenaufreibend sein kann. Ihr müsst euch überlegen, unser erster Aufführungsblock war im Januar. Dann hatten wir einen guten Monat, 1,5 Pause und dann im März ging es weiter. Und diese Probe danach, die Wiederaufnahmeprobe, die war schon sehr interessant. Aber dafür haben wir den Block echt gut gerockt. Also der zweite Block war auch echt super. Jetzt weiß ich, dass ich dieses Jahr aufgehört habe, im Siegmüller Kinderland als Betreuer zu arbeiten. Das war einfach nicht mehr vereinbar mit auf der Bühne stehen, Uni, 2-mal die Woche proben, 5 Nachhilfeschüler. Das war einfach irgendwie nicht mehr machbar. Ich werde nie vergessen, wie die Kinder in meiner 7-Stunden-Schicht diese Straßenhütchen als Vuvuzelas für sich entdeckt haben, ja. 7 Stunden lang, das war echt schön. Mama? Jetzt weiß ich, wie süße Followers ich habe. Wirklich, ihr seid alle so unterstützend und ich liebe euch so. Wirklich. Wirklich. Also, ich sag das nicht nur so nach Mathe, sondern nee, wirklich, wirklich. Denn in diesem Jahr habe ich einen richtig unlustigen April-Scherz versucht, in dem ich gesagt habe, dass das mit der Schauspielerei doch nichts ist für mich, dass ich aufhören möchte und dass es ja vielleicht doch nicht meine Sache ist. Und dann haben mich so viele Nachrichten erreicht, was es denn soll, warum ich aufhören möchte, dass ich das nicht machen kann, weil ich so an diesen Traum glaube, schon mein ganzes Leben lang. Und es war einfach so inspirierend und schön und es fühlt sich irgendwie gut an, zu wissen, dass die Leute an einen glauben, wenn es irgendwie Sinn ergibt. Und dafür bin ich echt dankbar. Wirklich. Und Entschuldigung, dass ich so unlustig war. Ja, das kann ich gut. Jetzt weiß ich, dass ich dieses Jahr bei einem Michael Kors Event war und den Schauspieler Yannick Schümann kennengelernt habe, der end der coole Dude ist und total der Liebe und ja, wer weiß, vielleicht dreht man ja mal einen Film zusammen. Ich wäre da nicht so.
Jetzt weiß ich, dass es einfach wichtig ist, wenn man an Weihnachten einen Weihnachtsbaum schmückt, an Ostern auch einen Osterbaum zu schmücken, oder? Das ist doch eigentlich nur logisch. Das habe ich dieses Jahr gemacht und ich fand es ziemlich cool. Jetzt weiß ich, dass ich meine nicht vorhandene Schamgrenze auf ein komplett neues Level gehoben habe. Wirklich. Das war... Ihr müsst wissen, mir ist so gut wie nichts peinlich. Also sowas wie Peinlichkeit gibt es eigentlich bei mir nicht. Ich lebe ganz nach dem Motto von Marshall aus How I Met Your Mother: Es ist nur peinlich, wenn wir Peinlichkeit zulassen. Und dadurch, dass ich das Ganze nicht zulasse, ist mir auch nichts peinlich, muss ich ehrlich gestehen. Nur, ja, das war mir schon sehr peinlich, wirklich. Ich bin dieses Jahr auf der Bauma rumgelaufen. Was ist die Bauma? Ja, und welche Messe? Okay, das hätte ich wissen können. Danke! Die Bauma ist die größte Messe der Welt. Ups. Naja, auf jeden Fall dort, auf der größten Messe der Welt, bin ich dann rumgelaufen. Im Superheldenkostüm. Mit so einer Maske und so einem Ganzkörperkondom. Und es war mega spaßig. Das Flyer verteilen. Das werde ich sicher nochmal machen. Jetzt weiß ich, dass ich dieses Jahr auf 4 Konzerten war. Einmal von Jessie J. Was super, super cool war. Mein Kindheits-Ich war shaking ungefähr. Es war so, so cool und hat echt viel Spaß gemacht. Eine Freundin und ich, wir standen dann sogar auch in der ersten Reihe und es war einfach mega crazy und cool und ja, ich hab's geliebt. Ah, Jessie J ist so eine krasse. Können wir mal ganz kurz drüber reden, wie krass sie ist. Aber nicht nur sie ist krass. Ich war auch bei Rita Ora beim Konzert und ganz spontan bei... Wie spricht man den aus? Maître Gims? Maître Gims? Oder so? Aber den kennt ihr safe auch. So ein Franzose. Und bei Pink. Und oh mein Gott, Pink ist auch so eine krasse, krasse Künstlerin. Die ist einfach so eine tolle Performerin. Das kann man sich kaum vorstellen. Und ich könnte mir da echt ganz, ganz viel von abschneiden. Von ihrer Souveränität auf der Bühne und mit der Audience und allgemein. Ist einfach sehr inspirierend, diese Frau. Und es hat total viel Spaß gemacht. Jetzt weiß ich, dass ich keine Osterferien hatte und einfach mal wieder beschäftigt war mit Hustlen. Wie in dem ganzen Jahr ungefähr. Ich hatte einige Probentage beim Junggärtnerplatztheater und zudem habe ich 2 Galileo-Drehs gehabt, was dieses Jahr ganz cool war. Ich ganz oft mal was gedreht habe für die. Ja, falls ihr da mal was sehen wollt, check it out. Oh mein Gott, mir ist gerade was runtergefallen und es ist einfach so anstrengend. Lol. Ja, der nächste Themenpunkt, der passt auch ganz gut. Yoga. Jetzt weiß ich, dass ich dieses Jahr eigentlich Yoga machen wollte mit einer Freundin und das auch echt gar nicht mal so gut geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt weiß ich, dass man zu Yogakursen niemals zu spät kommen sollte. Niemals. Wir sind dort angekommen, haben geklingelt, waren uns nicht sicher, okay, dürfen wir jetzt überhaupt klingeln oder nicht. Dann kam eine Frau raus, total angepisst, hat uns die Tür aufgemacht, meinte so, ja, man muss gar nicht klingeln, man kann auch einfach reingehen und ist wieder zurück in ihre Gruppe da. Und wir waren so... Gehen wir da jetzt auch rein, nachdem sie die Tür zugemacht hat und stören quasi ein zweites Mal oder gehen einfach. Und dann standen wir in diesem Flur und sind einfach wieder gegangen. Ja, also so viel zu meiner Yoga-Erfahrung dieses Jahr. Mal schauen, was 2020 so bereithält für mich und das Yoga. Jetzt weiß ich, dass es total schlau ist, seine Arbeit irgendwo zu haben, wo man wirklich oft ist oder wenigstens in der Umgebung sozusagen. Ich habe nämlich dieses Jahr angefangen, beim Gärtnerplatztheater auch noch beim Einlass zu arbeiten. Ich konnte das super mit meinen Tanz-, Musik-, Schauspielproben verbinden und es macht mir bis heute echt viel Spaß, da rumzustehen, in meinem Anzug und die Leute zu begrüßen und so. Also falls ihr mal da sein solltet, dann sagt mal gerne Hallo, freue ich mich. Jetzt weiß ich, dass es immer wieder geil ist, das GNTM-Finale anzuschauen und dass das GNTM-Finale auch immer unspektakulärer wird. Dieses Jahr war irgendwas mit einer Hochzeit und es war irgendwie mega crazy und cringe und... Ich habe mich wieder mal mit meinen GNTM-Freunden getroffen, was jetzt mittlerweile schon zur Tradition geworden ist. Wir haben alle zusammen das Finale angeschaut und es war sehr cringy. Aber es war trotzdem ziemlich cool, weil jetzt weiß ich, dass wenn man nicht mehr in die Schule geht, und jeder seine Ausbildung, seinem Studium, seiner Arbeit, seinem sonst was nachgeht, es echt schwer ist, regelmäßig Kontakt zu halten mit seinen Freunden. Und da einmal die Woche sowas zu haben wie Germany's Next Topmodel, war einfach mega, mega cool. Weil du, egal was passiert ist in der Woche, dich immer wieder einmal die Woche treffen konntest und einfach dich auf den neuesten Stand bringen konntest und zusammen eben den Schmarrn anschauen konntest. Deswegen kann ich echt nur jedem empfehlen, sucht euch irgendwas, was einmal die Woche ist, irgendwas Regelmäßiges oder wenn es nur eine Serie ist, sucht euch einen Termin,
und schaut zusammen an. Jetzt weiß ich, dass ich mit einem Freundeskreis unseren Jahrestag feiern konnte. Das sind so diese Freunde, die man einfach saulang nicht sieht, dann trifft man sich und dann ist es so, als ob man nie weg war. Ja, deswegen, die kenne ich seit letztem Jahr. Da habe ich sie bei einem Dreh kennengelernt im Mai. Und jetzt hatten wir eben unseren Jahrestag. Und jetzt weiß ich, wie schön das ist. Jetzt weiß ich, dass ich es mal wieder geschafft habe. Ich habe schon wieder ein Handy kaputt gemacht. Ich will das ja gar nicht. Es passiert einfach immer. Wirklich, ich weiß nicht mal, was ich mache. Ich hab so viele Hüllen schon gekauft und so viele Panzergläser und was weiß ich was, aber es bringt nichts. Okay, ganz kurz, können wir uns mal ganz kurz drüber aufregen. Das war, habe ich das noch da? Wartet. Also, dieses Handy hier, gell? Sieht man das? Ich weiß nicht, kann man auf Fame im Fokus? Wie der Jochen sagen würde, mein Kumpel. Hallo. Okay, es wird halt einfach nicht scharf. Okay, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber hier ist es auf jeden Fall runtergefallen in meinem Auto. Also wirklich aus Sitzhöhe. Und ich habe geparkt, wollte ich nur kurz sagen. Dann ist mir runtergefallen in meiner Rennsemmel, einfach runter auf den Boden und dachte so, ah, okay, ist halt einfach runtergefallen, so aus der Höhe, keine Ahnung. Und dann ist es einfach kaputt. Danke. Also Edge, dieses hier, diesen Schmarrn hier am Rand wurde es so, also nee, ganz ehrlich, das kaufe ich nie wieder. Fand ich richtig doof. Deswegen habe ich mir jetzt ein anderes Handy gekauft, das billigste, was ich finden konnte. Und ich sag euch, ich habe jetzt quasi ein Panzerglas und habe nochmal eine Hülle, die von vorne ist und von hinten. Also überall irgendwie eine Hülle so. Deswegen, wenn dieses Ding jemals runterfallen sollte, dann wird es hoffentlich nicht kaputt gehen, weil sonst heule ich. Ich sag euch das ganz offen und ehrlich. Ich kann nicht mehr. Warum mache ich die mal alle kaputt? Und warum habe ich nie Speicherplatz? Sowas verstehe ich auch nicht. Nee, also okay, verstehe ich schon, weil ich einfach mega übertreibe mit den ganzen Fotos und Videos und so. Und dessen bin ich mir auch bewusst, aber naja, ist jetzt auch wurscht. Ah. Oh mein Gott. Habt ihr das gerade knacksen gehört? Oh. Oh mein Gott. Ja, jetzt weiß ich, dass ich echt öfter hätte ins Gym gehen sollen, aber nee. Jetzt geht's weiter mit dem Juni. Jetzt weiß ich, dass ich beim Kammerchor-Konzert mitgemacht habe, wo ich auch noch einmal die Woche war, bis zu dem Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles gemacht habe. Wie? Also, wie? Einfach. Naja, auf jeden Fall habe ich da mitgemacht. Hat total viel Spaß gemacht, wieder zu singen. Und ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich nächstes Jahr irgendwie mehr mit Singen machen wollen würde. Ja, das habe ich mir vorgenommen. Mal schauen, ob das sowas wird wie im Yoga. Vielleicht mache ich ja Sing-Yoga. Es gibt auch Lach-Yoga, dann gibt es bestimmt auch Sing-Yoga. Und so gut wie Yoga bei mir dieses Jahr geklappt hat, wird es bestimmt auch gut klappen mit dem Singen. Im Juni wollte ich dann auch nach Lissabon einfach mal in Urlaub, weil ich da noch nie war. Und jetzt weiß ich, dass es gar nicht mal so einfach ist, in Urlaub zu fahren, wenn du so viele Pflichten nach dem Urlaub hast, dass du eigentlich gar nicht wegfahren kannst und dann doch in Deutschland bleibst. Falls mal jemand in Lissabon war, schreibt mal in die Kommentare, wie es da so ist oder so. Jetzt weiß ich, dass ich mit dem jungen Gärtnerplatz Theater dann auch noch weggefahren bin. Das ist dieser eine Ort, alle Münchner werden das jetzt verstehen, das ist dieser eine Ort, wo man immer landet. Am Schluss, egal wo man hinfährt, mit, keine Ahnung, der Schule oder sonst was, irgendwelche Ausflüge oder Freizeitfahrten, alle Wege führen nach Benediktbeuern. Richtig. Da war ich dann 4 Tage mit meinen Gärtnerplatzleuten und jetzt weiß ich, wie intensiv diese Probezeit war und wie viel Zeit das auch in Anspruch genommen hat. Weil zwischen den ganztägigen Proben gab es natürlich auch Pausen und während die anderen dann eben Pause gemacht haben und was gegessen haben und Spaß hatten und keine Ahnung was, habe ich für meine Uni gelernt, für meine Rechtsprüfung, die eine Woche später war. Nur eine Woche später hatte ich dann die Endproben und dann war ich von 14 bis 22 Uhr im Theater und davor war ich noch in der Uni und... Das war einfach so crazy alles. Und ich war da mit meinem... Habe ich das noch? Oh mein Gott, wartet kurz. Wie das ausschaut. Und ich war da mit meinem Rechtsbuch, was ich mir so richtig krass präpariert habe. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an meine Uni-Freunde, die mir geholfen haben, dass ich diese stressige Phase irgendwie überstehe. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade wie bei so einer Laudatio. Oh mein Gott, ich kann schon mal üben für später dann. Hallo? Vielen Dank. Ah ja, jetzt weiß ich, dass ich während dieser Zeit mit meinen Schauspielfreunden eine total dumme Sprache entwickelt habe in den Proben. Und das ist so. Deswegen, ich bedanke mich vielmals für alle meine Freunde, die mir geholfen haben.
Und das ist sehr schön. Richtig. Jetzt weiß ich, dass einfach hardcore anstrengend ist. Aber so sind wir nun mal, wir Schauspieler. Actors. Das ist live. Ah ja, und jetzt weiß ich, dass ich meine Rechtsklausur dann mit schwarzen Fingernägeln geschrieben habe, weil ich dann gleich danach wieder zur Probe bin. Und ich dachte, so 4 gewinnt, aber 3,7 gewinnt. Auch. Anscheinend. Aber sonst bin ich eigentlich echt gut im Studium, muss ich ganz kurz an dieser Stelle prahlen. Naja. Jetzt weiß ich, dass ich dieses Jahr mal wieder meine Seele verkauft habe. Actors. Das ist live. Ich war mal wieder als Spider-Man unterwegs, 3 Stunden lang in so einem Ganzkörperkondom, was uns wieder zu dem keine Schamgrenze bringt. Mich kann man nämlich buchen für Kindergeburtstage, ich will nicht angeben oder so, aber ist schon auch ein bisschen cool, oder? Ja, ich find's cool, denke ich. Und ich war bei Gottschalk Liest im Fernsehen zu sehen. Das war cool. Jetzt weiß ich, dass ich mir einen kleinen großen Kindheitstraum erfüllt habe, weil ich dieses Jahr einfach mal was synchronisieren durfte, was mich total gefreut hat, wirklich. Eine super talentierte Freundin von mir ist Synchronsprecherin und die hat mir von ihrem Kumpel erzählt, der auch voll cool ist, by the way. Und der hat jemanden gebraucht und da durfte ich was einsprechen. Und es hat total viel Spaß gemacht, weil ihr müsst wissen, ich habe als kleines Kind, seitdem ich 4 bin, habe ich schon immer gesagt, entweder werde ich Schauspieler oder, und weil ich Synchronsprecher nicht aussprechen konnte, habe ich gesagt, ich werde Schauspieler oder Stimmimitator. Voll süß, oder? Ich habe damals schon immer die falschen Worte gefunden. Süß. Um diese Erfahrung bin ich echt super, super dankbar. Und ich hoffe, dass in die Richtung Synchron nächstes Jahr mehr kommt. Also meine Damen und Herren und alles dazwischen, wenn da draußen jemand ist, der irgendetwas synchronisiert haben möchte, hit me up. Nee, wirklich, hit me up. Würde mich freuen. Ihr kennt doch alle das Sprichwort, ja, das kannst du dir in die Haare schmieren, gell? Ja. Habe ich gemacht. Denn jetzt weiß ich, dass ich total voluminöse Haare habe. Ah. Wenn wir ganz kurz drüber reden, wie cool Locken sind. Ich liebe Locken. Du wachst quasi auf und deine Haare sehen genauso crazy und verrückt und schlimm aus wie am Abend davor. Wie geil ist das? Sehr geil, oder? Denn jetzt weiß ich, dass mir eine total coole Freundin von der Uni was empfohlen hat, was ich in meine Haare machen könnte. Und seitdem habe ich irgendwie erst herausgefunden, dass meine welligen bis lockigen Haare nicht gerade sind. Ich habe die halt immer gerade geföhnt und jetzt habe ich halt herausgefunden, hey, eigentlich sind die lockig. Das sind meine normalen Haare, darf ich vorstellen. Denn jetzt weiß ich, ich kann lockige Haare tragen, gerade Haare, ein Dutt, all the things. Ne? Und jetzt weiß ich, dass Nachtschichten eigentlich echt nicht gut sind. Das ist so ein typischer Fall von daheim nicht nachmachen, meine Kinas, ne? Aber manchmal, wenn man der Typ dafür ist, dann kann so eine Nachtschicht schon echt reinhauen. Denn jetzt weiß ich, ich hatte einen Galileo-Dreh beim Badesee. Oh, das hat sich gereimt. Cool. Ich bin halt einfach Poetry Slammer. Wir sprechen nur in Reimen, denn dann kann auch alles super keimen. Okay, ich werde nie wieder reimen, das tut mir leid. Ich glaube, im fertigen Beitrag merkt man das nicht, aber uns war einfach so arschkalt. Wir haben irgendwann nur noch Späße gemacht, als wir da so zitternd da saßen. Ha, es könnte auch schlimmer sein, es könnte auch schneien. Das war echt eine Erfahrung für sich. An dem Tag nach dem Dreh hatte ich dann so eine mündliche Rollenspielklausur, wo man was durchspielen musste. Und es war schon echt heftig. Ich bin um 10 Uhr abends angekommen daheim, hab kurz was gegessen, hab dann ein bisschen geschlafen und dann von 1 Uhr morgens bis 8 Uhr in der Früh habe ich dann mit einem Kaffee einfach mir das ganze Zeug noch reingeballert, was ich natürlich auch schon davor konnte, aber dann wollte ich es halt nochmal verfestigen sozusagen, auch schon allein für die Gruppe einfach, weil es sonst arschig wäre. Und ja, am Schluss haben wir richtig geslayed und hatten alle eine super tolle Gemeinschaftsnote und alle waren happy. Aber macht es bitte nicht nach. Weil jetzt weiß ich, Schlaf ist halt eigentlich schon sowas, was der Körper braucht. Schlafen und Essen. Und beides. Okay, ganz kurz. Ich bin einfach ein richtiger New Yorker. Hashtag How I Met Your Mother. Denn jetzt weiß ich, dieses Jahr bin ich in der S-Bahn eingeschlafen. Ich habe dort gegessen und nicht dieses Essen, was ihr jetzt denkt. So, ah ja, ich habe mir eine Nussschnecke gekauft. Nein, Chili con Carne und so ein Shit, ja. Weil wann soll ich sonst essen? Entschuldigung, ich bin halt immer on the run gewesen. Geweint habe ich da auch noch. Ich habe telefoniert, geschrieben. Ich schreibe immer in der S-Bahn und U-Bahn eigentlich. Jetzt weiß ich, dass dieses Jahr total viele Poetry Slam Texte von mir entstanden sind, die ich auch das ein oder andere Mal bei richtigen Poetry Slams vortragen durfte. Da wird in Zukunft auch sicher was hier auf diesem Kanal landen. Ja, allgemein habe ich da schon Pläne fürs nächste Jahr. Mal schauen, ob das so eine Yoga-Sache wird. Los! Diese Texte sind einfach meine Art, Sachen zu verarbeiten. Und ich wünsche jedem da draußen, irgendwas zu finden, was ihm oder ihr das Gefühl gibt von, ja, da kann ich alles rauslassen.
U-Bahn, S-Bahn. Das ist eigentlich mein zweites Zuhause. Mein erstes Zuhause eigentlich. Da bin ich eigentlich öfter gewesen als daheim dieses Jahr. Aber war schön. Ja. Lol. Boah, wir sind erst beim Juli. Wie lange soll dieses Video werden? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Was soll ich so was sagen? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, warum ich mein Leben nicht auf die Kette bekomme. Es ist so komisch, dass man nur meine Stirn sieht. Ich lieb's. Weil mein Bruder es leider nicht geschafft hat, den zweiten Teil noch vor Silvester zu schneiden und hochzuladen, kommt der zweite Teil erst nach Silvester online. Aber ihr wollt ja gute Videos haben, die man gut anschauen kann. Und deswegen geduldet euch noch. Das klang so auswendig gelernt, was sie gesagt hat. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Würde mich total freuen. Und sollen Sie sonst noch was machen? Ja, abonnieren und kommentieren. Okay. Schickt dieses Video gern weiter, wenn ihr jemandem irgendwas zeigen wollt aus diesem Video. Das würde mich total freuen. Ja, und rutscht auf jeden Fall gut und gesund, vor allem gesund, ins neue Jahr. Denn Leute, es ist nicht selbstverständlich, gesund zu sein. Und sonst seid einfach gut zu allen. Because karma is a bitch, but only if you are. In diesem Sinne, seid keine Bitch. Und wenn ihr doch eine Bitch sein wollt, auch gut. In dem Sinne. Sad. Warum ist alles so sad dieses Jahr gewesen? Es ist eigentlich gar nicht sad. Es ist einfach, ja, okay, nein, nicht alles. Nein, eigentlich war es ein cooles Jahr. Oder? Oh Mann. Egal, rutscht gut rüber.